Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Far Cry New Dawn. Ja, ich habe hier heute gewartet, bis das Ganze noch freigeschaltet worden ist. Hab das Ganze jetzt mal auf Ultra stehen und ich glaube, ich brauche so viel gar nicht zum Spiel zu sagen. Das ist der offizielle Nachfolger von Far Cry 5. Das Ganze spielt jetzt hier nach den, nach dem Abschluss des letzten Teils. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal auf neues Spiel und wir gucken mal, was uns hier erwarten wird. Körperform auswählen. Als Captain der Wachmannschaft von Thomas Wash lautet deine Mission, Siedlungen in ganz Amerika aufzubauen und zu sichern. Dann wähle ich ihn. Bitte bestätigen Sie einstellen, endgültig und kann, ja, den wähle ich. Ich weiß, was ich tue und mag Herausforderungen. Okay. Ja, schwierig. Was ist denn jetzt hier Mittel? Ich mach einfach mal hart. Klingt am besten. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause. Ein neues Leben. Eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten. Angeführt von 2 Schwestern. Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Far Cry New Dawn. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich das erste Mal ins Spielgeschehen kommen und ja, ich hoffe, dass das mit dem Mikrofon hier so stimmt. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt benutze. Scheiße. Captain! Captain, du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh oh, auf, Captain! Oh. Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück. Sie kommen hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben, verstanden? Cap. Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen.
Geh vor, wir folgen dir. Das kann ja was werden. Aus dem Wrack kriechen. Story-Mission. Mein Gott, ich dachte, das war's. Wir müssen den Ballon ja. Mit den Waffen finden. Moment. So vielleicht. Bleib beim Campen. Wir sollten alles abschreiben und fliehen. Wir bleiben. Sieht auf jeden Fall wieder schick aus. Dann müssen wir da mal los. Mal sehen, ob ich hier so ein paar Schießeisen direkt am Anfang finde. Sehr wahrscheinlich muss ich hier noch mit dem Messer kämpfen. Ja. Lieber nicht von der Explosion hier erwischen lassen. Das sieht aus, als ob ich hier durchgehen könnte. Oh ja. Lesen. Washs Tagebuch. Unsere Siedlungen an der Westküste geht es gut und ich bin beruhigt, Mila in guten Händen bei ihrer Tante und ihrem Onkel zu wissen. Sobald wir Kamina geholfen haben, Postpartie in Hope County aufzubauen, haben wir eine sichere Stellung, um uns nach Osten in den Rest des Landes auszubreiten. Danach können wir den nächsten großen Schritt machen. Ich werde ein neues Amerika errichten. Aber zuerst müssen wir unseren Teil der Abmachung einhalten und diese sogenannten Highwaymen verjagen. Ein Schritt nach dem anderen. Plündern, immer gerne. Oh wow, was ist denn hier los? Richtig Party. Gehe ich mal schnell runter, dass sie mich nicht entdecken. Laufen die mir hinterher? Ja. Hier ist ja richtig Musik. Ich hoffe, die ist nicht lizenziert. Einfach ein bisschen drüber reden. Das sehe ich ja dann bei YouTube. Hoffentlich nicht. Wiederbeleben. Was ist denn hier? Kann ich dich mitnehmen? Hoffentlich. Gucken wir doch mal. Hoffentlich kannst du für uns kämpfen. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen zu plündern. Schwarzpulver. Was haben wir hier? Auch wiederbeleben? Nee. Ein Schild verwenden. Wow. Ein Schild. Das ist schon mal neu. Munition. Das sieht so aus, als ob wir gleich zur Sache geht. Oh, was? Was? Du bist auch frei. Oh, da war noch eine Waffe. Ja, eine Pistole. Ich weiß gar nicht, wie lange das hier dann nach der letzten Story spielt, nach 5. Wachmannsmannschaft-Notiz. Ich habe meine Zweifel an dieser Mission. Ich weiß, dass wir Leuten helfen sollten. Ich weiß es. Aber die Geschichten, die einem über die Highwaymen zu Ohren kommen, mit so etwas hatten wir es noch nie zu tun. Ich kann das auch in den Augen der anderen erkennen. Aber unterm Strich leiden die Menschen in Hope County und brauchen unsere Hilfe. Thomas Wash glaubt, dass wir es schaffen können. Genau wie unser Captain. Wir müssen auch daran glauben. Achso, ja, gut. Die allgemeinen Informationen zum Schießen, wie immer. Haben wir hier auch wieder was zu lesen, ganz viel zu lesen. Ein Bauerntagebuch. Wenn Hope County so fruchtbar ist, wie Kamina behauptete, sollten wir im ersten Jahr die dreifache Menge einfahren als sonst. Das wird anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Wir hätten Treibstoff, wir hätten Essen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr uns die ganze Wahrheit darüber erzählt, was da los ist. Wash hat jedenfalls angebissen. Ich hoffe, dass sich diese Vereinbarung wirklich lohnt. Interessant. Mit Lebensanzeige. Hoffentlich brauche ich jetzt noch keine Munition, die ist bestimmt sehr wertvoll. Das war ein Takedown, mein Freund. Und da kommen die ersten Gegner. Oh, wow. Okay, interessant. Ob das hier auch wieder mit Headshots geht, wie im letzten Teil, oder ob das hier jetzt... Ach, komm schon. Das sind unsere Leute. Ach, komm schon. Komm schon! Ich glaube, du bist ein... Ich sollte mal lieber schnell weiterlaufen. Oh, komm schon. Komm ich hier rum? Oh, nicht so gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die zu bekämpfen. Oh, hallo, darf ich damit fahren? Okay, Headshots. Gehen. Autsch, autsch. Was ist sowas wie ein Helm oder so? Da lang muss ich. Okay, dann laufe ich mal schnell. Das Gleiten geht immer noch sehr schön.
Oh, ja, komm. Wir laufen schnell weiter. Oh, komm schon. Was ist das denn? Oh Gott, ich schieß so schlecht gerade. Oh, ich laufe schnell weiter. Ja, lauf, 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 lauf. Das sind viel zu viele. Hoffentlich kommen die nicht nach. 40 Meter noch. Durch den dichten Nebel, durch den dichten Rauch. Verdammt frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen? Oh. Ich muss euch, Häschen, eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problemmacher. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Ja. Also, Häschen. Oh, Entscheidung? Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Fertig? Also, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Hm. Okay. Oha! Hier geht's wohl los. Hey, hey, wach auf, wach auf! Ich kenne dich aus dem Zug, du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ich bin Carmina. Ah. Oh mein Gott, ich hab dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie
Sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Ja, dann aber mal schnell. Oh wow, sehr schön. Sehr, sehr ansehnlich. Okay, wir müssen nur dem Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Ich schätze mal hier lang. Kaum zu glauben, was passiert ist. Richtig schön verwachsen alles. Die wussten, dass der Zug kommt. Ich hätte das ahnen müssen. Mal sehen, wann wir die ersten Sachen hier wiedererkennen. Diese beschissenen Zwillinge, Mickey. Oh, hallo. Seid hier. Ich bin ihnen zum ersten Mal begegnet, als sie zu unserem Haus kamen. Sie meinten, es würde jetzt ihnen gehören. Blut. Wir sollen entweder freiwillig abhauen oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Wow, sehr, sehr schön. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Also haben sie sich erst ihn und dann das Haus geschnappt. Ich hoffe, ich gehe richtig. Mussten allein neu anfangen. Wir waren nicht ihre einzigen Opfer. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt. Wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Dann gucke ich doch mal hier rein. Hier ist bestimmt auch was drin. Schätze ich mal. Ah, ein Rucksack zum Plündern. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch eine Blume. Da bist du. Okay, dann erreiche Hope County. Das ist die aktuelle Aufgabe. Ich versuch's einfach mal. Ich schätze mal, ich muss einfach durch den Fluss laufen. Ja, sieht gut aus. Die kommt auch nach. Dann machen wir noch mal ein bisschen Frühsport hier, oder? Huck. Da oben ist ein Tunnel, der nach Hope County führt. Die Highwaymen versperren uns den Weg. Wir werden Feuerkraft brauchen. Gehen wir. Hab ich... ein neues Menü. Sehr schön. Ich habe keine Waffe mehr. Das heißt, ich muss mir wieder eine besorgen. Hope. No Hope. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Moment, warte mal. Wäre das hier nicht ein sehr schönes Thumbnail so für den Anfang? Ah, wobei, mit der Sonne ist das ein bisschen schwierig. Jo. Jetzt noch ganz schick. Okay, Waffen herstellen, interessant. Rush sollte das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Öki Döki. Alles noch schlimmer als vorher. Tut mir leid um deine Leute. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Ach ja. Schön Farben, genau. Farbenfroh dieses Spiel. Da ist die Werkbank, die ich meinte. Rush sagte, du weißt hier zu helfen. Na dann bauen wir mal was. Ja, hier komme ich hoch. Dann sammle ich doch mal die ganzen Sachen, die ich hier so finde. Die werde ich sehr wahrscheinlich. Oh, die werde ich sehr wahrscheinlich brauchen für die Waffe. Ich schätze mal, vorher kann ich da nicht wirklich viel machen. Ich frage mich, wie weit das dann auch geht, das selber Erstellen von Sachen. Das Zusammenbauen von Sachen. Wenn sich das vielleicht über Fahrzeuge erweitert, wäre das auf jeden Fall sehr schön. Da bin ich immer ein großer Freund von. Okay. Oh, warte mal. Was haben wir denn hier? Ah, Moment. Ich weiß, wo wir sind. Ach du Kacke. Das habe ich ja gar nicht wiedererkannt. Hier waren doch mal die ganzen Wellen, die ich damals mit Marco bekämpft hatte. Der wird übrigens auch wieder hier im Let's Play mit dabei sein. Ab der sehr wahrscheinlich nächsten Folge. Das heißt, ab Freitag, wenn ich mich nicht täusche. Und ich halte mich mal ran, so ein bisschen das Tutorial hier ran zu machen. Wir haben nämlich gerade Donnerstag mitten in der Nacht. Wie gesagt, Spiel eben freigeschaltet auf Uplay, beziehungsweise von Ubisoft. Und deswegen gucke ich direkt mal rein. Oh, ja. Komm rein. Ja. Oh, Moment. Tut mir leid. Nee, das ist ein Stock. Das ist ein Stock. Oh, was haben wir hier? Plündern. Sprengkapsel und noch mehr Zeugs. Hey. Okay, ich weiß, dass das Ding hier ziemlich groß war. Deswegen. Einfach mal den Schnelldurchlauf. Hier haben wir bestimmt auch was. Ja. Komponenten. Also ganz viele Komponenten haben wir hier. Ob ich damit schon was ganz Schickes bauen kann. Ich bin äußerst gespannt.
Und ich lasse mich da mal überraschen. Ich habe auch selber von dem Spiel noch nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob es da vorher schon mal irgendwen gab, der da irgendwie was machen konnte, weil er vorab Zugang bekommen hat. Aber so die ersten 10, die ich hier sehe, gefällt mir auf jeden Fall gut. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition nachfüllen. Gut gemacht. Das wird reichen, um eine Waffe herzustellen. Eine Armbrust. Herstellen Materialien erworben. Ja. Kann man denn... Okay, das ist neu zuweisen. Okay. Achso. Leute von Joiden sehen. Gehen wir ihnen am besten aus dem Weg und lassen sie ihr Ding machen. Alter Falter, ist das ein Siegeblattwürfer? Krass. Die Highwaymen können sich jetzt auf was gefasst machen. Oh ja. Dann gehen wir doch mal angreifen. Wo müssen wir denn hier hin? Ist ein Leben verloren, aber egal. Davon haben wir doch schon die ersten. Ja, ich mach das mal so ein bisschen ruhiger. Ach ja, stimmt, man hatte ja die ganzen Fähigkeiten nicht aus dem, die man vorher hatte. Kann ich hier einen Doppelten machen? Würde sich anbieten. Einfach mal gucken. Takedown! Woher kommt dieses Geräusch? Oh, komm. Okay. Oha. Hat sich erledigt. Hoffentlich von keinem anderen gesehen. Und was ist denn hier mit den Autos passiert? Die sind einfach weggeflogen. Ja, würde ich auch sagen. Waren das nur zwei hier für den Anfang? Dann müssen wir wahrscheinlich da über die Zipline nach drüben. Oder auch nicht. Okay, kann ich hier... Und rutsch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Ganze hier so... Oh, eine Pistole. Ob ich das Ganze hier schaffe. Ach so, cool, ja, Waffenrad. Ja. Komm schon, lad nach. Also hier muss man auf jeden Fall ein bisschen vorhalten. Okay. Auf jeden Fall cool, dass die auch ein bisschen brauchen, bis sie da sind. Ach, Scheiße. Oh. Schön. Hallo. Oh, wow. Ach, so habe ich den da... Warte, habe ich den so da vorne gekillt? Das muss ich nachher mal gucken. Okay, bis jetzt bin ich irgendwie noch unentdeckt. Oh ja. Ich weiß nicht, ob es Schadenspunkte sind oder Allgemeinpunkte. Oh. Hier gibt es ganz schön viel zu plündern. Triff mich nicht. Der Todesboxer. Oh Gott, ich muss wieder ein bisschen reinkommen in den Shooter. So ein bisschen auf dieses ganze aktiv schießen. Autsch. Autsch. Wie hast du mich denn umgeboxt? Komm. Hau dir die Pillen rein. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger als früher. Oha. Oh. Oh Gott. Wollte gerade sagen, wir haben hier tierische Unterstützung. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Irgendwie ein Radwolf. Oh ja. Oh, plündern. Ich habe gesehen, hier gerade beim Schießen, unter anderem, dass ich hier ganz viel plündern kann. Das ist ja nichts Neues. Und dass es hier auch wieder Komponenten gibt, die lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Okay, ja. Sägeblätter, da habe ich anscheinend voll. Auf jeden Fall eine sehr nützliche Waffe hier am Anfang. Oh. Aber da muss ich doch sagen, da nehme ich mir doch lieber die Shotgun mit. Ah, wobei, Sägeblätter sind halt auch voll geil. Ne? Die findest du sogar anscheinend an jeder Ecke. Wie viel Munition habe ich denn hier für die Shotgun?
scheint voll zu sein. Nee, komm, ich glaube, ich bleib beim Sägeblatt. Vorerst. Ja, ich bleib vorerst dabei, weil die Waffe auch einfach ruhig ist. Ich konnte ja hier gerade wirklich gut anschleichen. Genau, dann gehen wir doch mal hier in diesen dunklen Tunnel rein. Mhm. Was haben wir denn hier? Brauchen wir eine Keycard? Nein, doch nicht. Einige Stunden später. Units verdient. Okay. Komm, wir sind fast da. Da ist es. Hope County. Mein Zuhause. Moment. Ich hoffe, Mom geht es gut. Sag bloß, deine Eltern haben einen Flughafen. Und wir haben da so eine krasse Fahrt gemacht im fünften Teil. Oh Mann, das wär's ja jetzt. Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank. Ich hab mir solche Sorgen. Kann das sein? Weiß es gerade gar nicht. Kinder, geht wieder rein. Ich komm gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mama. Ich... Oh, Schätzchen. Ah, was doch. Was sollen wir denn jetzt machen? Da stand gerade der Name. Ich weiß nicht. Krass. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Shh. Kommt erstmal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Krass. Teil 1. Prosperity. Prosperity. So, nicht Prosperity. Bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Ja, ja. Gemütlich. Ort entdeckt. Prosperity. Was zu lesen. New Eden. Das ist alles, was von Eden's Gate übrig ist. Und was Joseph daraus gemacht hat, als er den Bunker verließ. Wir lehnen alles ab, was mit der modernen Welt vor dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen. Es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und weiter im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen. Und jetzt verlassen sie ihr Anwesen nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese maskierten Penner Angst vor Josephs Leuten. Kann es sein, dass Joseph hier jetzt den Guten spielt oder einen zweiten Bösen? Vielleicht gibt es hier so drei Parteien. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall ist das hier schon mal äußerst interessant hier im Intro. Ich glaube, hier das lesen wir noch. Überlebende von Hope County. Viele von uns hier waren Prepper. Deshalb haben wir es trotz dieses
was Tohu war Bohus mit Edens Gate geschafft, den nuklearen Winter zu überstehen. In den letzten Jahren sind einige neue Leute nach Hope County gekommen. Ein paar wurden von der Kälte aus dem Norden vertrieben. Andere flohen vor Dürre und Krankheit aus dem Osten. Zunächst bleiben für mich aber nach und nach... Moment. Achso, zunächst bleiben alle für sich, aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden. Und nachdem wir einander wieder aufbauen... Und nachdem wir einander wieder vertrauen konnten, haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von wilden Tieren aus. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. Okay, ich gucke mich hier unten noch so ein bisschen um. Gucken wir mal. Kann man hier raus? Nein, das kann man noch nicht. Was auch passiert, ja, was wir hier noch so ein bisschen haben. Oh ja, die Kühe. Oh ja. Mit dir rede ich auch bald, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich würde jetzt hier an der Stelle einfach mal sagen, dass wir am Ende dieser ersten Folge sind. Genau, morgen wird auf jeden Fall die nächste kommen. Ich hoffe, euch hat hier dieser erste Eindruck zu Far Cry New Dawn gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was kommen wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und sage, bis dahin, tschüss und bis morgen. Ich frage mich, wie die Leute es durch den Tag schaffen, ohne was Schreckliches zu tun.